So, geht mal wieder los. Samstag. Kurz vor 9. Müsste man eigentlich wach sein, aber ich bin's nicht. Also, Gazelle ist nicht abgeholt, muss wieder eingestellt werden, weil der Kollege wollte nach Hause fahren mit dem Ding und das habe ich ihm abgeraten. Leute, schaut euch auch die Videos an, natürlich, wenn ich die mache oder so. Und wenn ich das schreibe oder sage, das ist nicht fahrbar. Oder sollte man aus Sicherheitsgründen nicht fahren, dann gilt das auch. Und wenn Achsmuttern fehlen, sollte man sowieso nicht fahren. Was ist denn los? Hat mich ein bisschen geärgert. Jetzt, weil ich brauche eigentlich den Platz. Und deswegen habe ich es so günstig verkauft, eingestellt. Und was ist los? Also guckt die Videos. Dafür mache ich sie. Dafür stehe ich da, mache die Videos. Du hast jetzt erstmal Frühstück und dann gehe ich heute zur Post. Gestern habe ich es nicht mehr geschafft. Und hol das Mikrofon ab. Das Mikrofon für den Ton. Die Batterie für Energie. Wir haben mal einen Zug für den Flug. Auf zur Post. Ein Paket abholen, ein Paket hinbringen. So sieht's aus. Das Mikrofon ist hier kommen. Und das packe ich jetzt aus. Dann schauen wir mal, wenn der Adapter denn da ist, wie das funktioniert mit dem Ton. Rode Video Mikro. 49 Euro hat es mich gekostet. Jetzt packe ich es aus und schaue es mir erstmal an. Benutzen kann ich es noch nicht, außer an diesem Teil hier, an der GoPro 4. An der GoPro 5 funktioniert es noch nicht, weil dazu benötigt man einen Adapter. Der ist bestellt zwar, aber er kommt offensichtlich, ist er noch nicht da. Na, dann öffnen wir mal. Ich habe das noch nie ausgepackt. Bin so aufgeregt. Wie rum ist denn das richtig? So. Nüscht drin. Ist ja recht groß. Hätte ich gar nicht gedacht, dass der so groß ist. Der Mikro ist ja größer als die Kamera. Natürlich weiß ich, dass das eine ein Puschel ist, nur. Also, was haben wir denn dabei? Das ist offensichtlich das Mikrofon. Schön, massiv auf alle Fälle. Der Windpuschel ist dabei hier, dieser, wie nennt man das? Windpuschel? Ein wunderschöner Windpuschelach. Toll. Dann die Aufhängung. Zwecks der Vibration. Mit Blitzschuhaufnahme. Das ist ganz geil, das ist ganz cool. Ah, ich freue mich schon. Wird bestimmt funktionieren. Was ist denn noch dabei? Hat Anschlusskabel. Klinke. Gekröselt. Gekräuselt. Kresse-Samen zum Einpflanzen sind dabei, auch für die an die Natur ist gedacht. Natürlich nicht, ne? Feuchtigkeitsabsorbierende. Der Wattebausch da. Und eine Beschreibung. Fantastisch. Bin stolz. Ich bin Mann, ich brauche die Beschreibung natürlich nicht. Die packe ich beiseite sofort. Das ist der Fehler, den viele Männer machen. So geht so viel kaputt. Mikro. Also, Windschutz. Mikro kannst du rausziehen. Eigentlich habe ich jetzt so fest drin gedrückt, geht nicht mehr raus. Muss aufpassen, dass die Katze das nicht kriegt. Ja, wenn unsere Katze das kriegt, dann ist es kaputt. Meine Frau findet die Wattepuschel, den Wattepuschel, das Fellbüschel nicht gut. Und wenn meine Frau das nicht gut findet, dann hat sie Pech gehabt. Ich hänge ein, wird hier einfach in diese Vertiefung reingedrückt. Gehe mal von aus, vom logischen Denkvermögen her. Und es hängt natürlich sehr flexibel. Was ein bisschen bedenklich ist für mich, wie lange hält sowas? Das ist ja nur Plastik. Wie lange hält sowas? Hält sowas zu höheren Belastungen aus wie diesen?
Und wenn der Wattepuschel noch dran ist, hält es. Natürlich schön, dämpft die Schwingung, keine Frage. Aber wie lange hält sowas? Und wenn es kaputt geht, kriegt man das nach, das Teil, alleine? Dann schließe ich den hier an. Und jetzt schließe ich das nicht an, weil geht ja nicht mehr. Hier ist ja die USB-Buchse rausgebrochen. Schade, hätte ich jetzt gerne mal hier so live blub rin geprobiert, geplacket. Funktioniert ja nicht. Na, das war's. Im Grunde genommen. Schade. Was meint denn da? Ich weiß. Ich switche von dieser Kamera. Gegen diese Kamera nehme ich die GoPro 2. Bildqualität sehr bescheiden, aber der Ton ist okay, auch ohne Mikro. Und jetzt könnt ihr gleich selber entscheiden, nachdem ich eingestöpselt habe, ob ihr den Ton so gut findet oder mit dem Mikro. Wahrscheinlich mit dem Mikro, aber um wie viel es sich verbessert. Bis gleich. Das höre ich natürlich ja nicht, ob es sich anders anhört, aber ihr könnt entscheiden. Hört sich das besser an als vorher oder nicht? Wer weiß, es ist ein schönes Mikro, es sieht toll aus. Ich will es haben. Ich richte erstmal von mir weg und rede und richte erstmal auf mich und rede. Deswegen, entscheidet selbst, wie fandet ihr es, wie findet ihr dieses Mikrofon? Schreibt es doch einfach in die Kommentare, wenn ihr wollt. Na, habt ihr selber Erfahrung mit diesem Mikro? Oder überlegt ihr euch so eins zu kaufen? Ich werde es, wenn der Adapter das gleiche Video in dem Sinne, also diesen gleichen Vergleichstest vorher, nachher, da ist er ja sehr gravierend, der Nachher-Effekt, mit der Hero 5 machen. Ja, und da könnt ihr mal selber entscheiden, was das für... Also wenn da einer sagt, na vorher mal besser, ja, also das ist doch wirklich ein kleiner Witzbold. Ach, wir können es ja nochmal jetzt mit dem Puschel probieren. Ich setze mal kurz den Puschel auf. Der Puschel-Windschutz ist jetzt drauf, wie man sieht, sieht natürlich sehr puschelig aus. Das Kopfkissen. Ja, wunderschön. Also, wie gesagt, jetzt habt ihr auch den Ton mal mit Puschel. Mit Windschutz. Aus was ist der überhaupt? Ist das heutzutage noch echt Fell? Weiß man nicht. Allergie kommt. Katzenhaarallergie sind Katzenhaare. Also was ist denn der? Ist der, was meinst du, ist der echt? Heutzutage ist das Kunst, wa? Alles im Sinne von Peter. Lustig, meine ich natürlich. Viel Spaß beim Schauen. Hier nur erstmal eine kleine Vorschau. Mit der Hero 5 kommt später. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.